Guten Tag, meine Damen und Herren. Der Fachkräftemangel macht Einrichtungen derzeit sehr zu schaffen. Sie haben es zunehmend schwer, gutes Personal zu finden und wenn Sie es gefunden haben, dieses auch langfristig an sich zu binden. Ich begrüße zu diesem Thema Frau Dina Loffing. Sie ist Diplompsychologin und Geschäftsführerin von INSPER, dem Institut für Personalpsychologie in Essen. Frau Loffing, warum ist die Lage am Arbeitsmarkt derzeit so prekär? Ja, dafür gibt es aus meiner Sicht vor allem zwei Gründe. Zum einen ist das der demografische Wandel, das heißt, dass wir immer mehr zu pflegende Personen jetzt schon haben und auch in Zukunft haben werden. Und zum anderen ist es der Bereich des Fach- und Führungskräftemangels. Das heißt, dass wir einfach sehr viel weniger Pflegekräfte zur Verfügung haben, um diesen erhöhten Bedarf zu decken. Was müssen Einrichtungen tun, um an gutes Personal zu kommen? Aus meiner Sicht ist vor allem ein Umdenken notwendig. Hin von der Kundenakquise und dem Marketing für den Kunden hin zu einem Marketing für neue Mitarbeiter. Das heißt, ich muss Interesse wecken bei potenziellen neuen Mitarbeitern und mich als attraktiver Arbeitgeber präsentieren. Das kann ich zum Beispiel auf meiner Homepage wunderbar machen, wo von vornherein ein Fenster dort sein kann, ein Bereich für neue, potenzielle neue Mitarbeiter, wo ganz explizit aufgezeigt werden sollte, was als Arbeitgeber dieses Unternehmen so attraktiv macht, um eben auch neue Mitarbeiter anzuwerben. Sie sagen, Mitarbeiterbindung ist lernbar. Mhm. Mit welchen Maßnahmen können Einrichtungen gutes Personal langfristig an sich binden? Es gibt viele Maßnahmen. Man muss vorweg sagen, dass Mitarbeiterbindung kein einfaches Instrument ist, was einmalig implementiert ist. Es ist ein dauerhafter Prozess, der immer wieder an die Bedürfnisse von Unternehmen und Mitarbeiter angepasst werden muss. Und es gibt ganz unterschiedliche Maßnahmen und Bereiche, wo man ansetzen kann. Beispielsweise der Bereich der Personalbetreuung. Man kann psychosoziale Sprechstunden beispielsweise einrichten, um die Mitarbeiter zu stärken und zu entlasten. Man kann auf der anderen Seite im Bereich Personalentwicklung dafür sorgen, dass die Mitarbeiter individuelle Karrierepfade vor sich haben, dass sie also wissen, was gibt es für Möglichkeiten im Unternehmen, was habe ich auch für Wünsche und wie kann ich das hier optimal auch verwirklichen, die Dinge, die ich gerne tun möchte. Auch im Bereich der Anreizsysteme gibt es sehr viele Möglichkeiten, sowohl non-monetär als auch monetäre Anreize zu schaffen. Im Bereich der Kinderbetreuung, im Bereich der Gesundheitsförderung etc., wo es also Möglichkeiten gibt, sowohl für kleinere Unternehmen als auch für größere Unternehmen, die vielleicht eine größere Wirtschaftskraft auch haben, kleinere Instrumente und Maßnahmen für die Mitarbeiterbindung zu implementieren. Gibt es Einrichtungen, die diese Maßnahmen schon ergreifen? Ja, definitiv. Es gibt viele Einrichtungen, die dort schon aktiv sind. Und ich denke, das Denken und der Fokus wird jetzt auch verstärkt in den Bereich Mitarbeiter finden und Mitarbeiter binden gelegt werden, sodass auch die Unternehmen, die in diesem Bereich noch nicht ganz so stark sind, mehr und mehr investieren werden. Das Thema wird uns sicher noch eine Weile beschäftigen. Mhm. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Loffing. Sehr gerne.